seit über 100 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über 1 Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps, der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander. Habt keinen Zweifel daran, dass ihre Zeit kommen wird. Lasst sie glauben, dass sie besser sind als wir. Lasst sie glauben, dass sie unsere Welten mit ihrer kranken Philosophien verseuchen können. Sie denken in Jahrzehnten, aber wir denken in Jahrhunderten. Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir dieses kümmerliche Reich vollständig vernichten und in den Staub mit unseren Stiefeln zertreten. Hochkonsul Lastat beim Pakt von Garak. Einen anderen Pfad als dem Taovar zu folgen, wäre unser aller Untergang. Nur gemeinsam und mit unerschütterlichem Mut und ebensolcher Disziplin werden wir siegreich sein. Kämpft voller Inbrunst und niemand vermag gegen uns zu bestehen. Commander Schattensonne. So rast ihr mit euren Bikes durch die Stadt in das Innere des Hives von der Höllenmark. Ihr habt sie nun entwendet, den White Scars abgenommen, mit eurer Inquisition, den Codes, die ihr überschrieben habt, um an die Bikes des Scars zu kommen, und habt so drei eigene weiße Gefährte, die euch in das Innere der Stadt tragen. Und so rast ihr sicherlich schon seit einer halben Stunde durch die gewinkelten Gassen, könnt immer mal wieder links und rechts nach Zivilisten schauen, die euch entsetzt anstarren und euch aus dem Weg rennen, niemand, der euch hier weiter angreift. Und ja, während ihr bereits seit der halben Stunde unterwegs seid, könnt ihr euch sicherlich einmal den anderen Funkverkehr anhören, der doch euch auch zumindest tangiert. Könnt den White Scars zuhören, wie sie dann Neuigkeiten austauschen, wie sie auch selbst in die Stadt vorrücken, irgendwo parallel zu euch. Von den Salamanders könnt ihr auch ein bisschen was hören. Abgebrochene Codefragmente, die werden wohl auch irgendwo hier in der Nähe gelandet sein. Allerdings zu weit weg, als dass sie bei euch, nah an euch herangekommen sind. Und von den Iron Hands hört ihr aktuell nichts, weil die tatsächlich die ganze Zeit im hohen Norden sind, am Nordpol. Und ja, so rast ihr, wie gesagt, die halbe Stunde ins Innere der Stadt hinein. Möchtet ihr euch unterhalten, während ihr durch die Straßen saust, oder fahrt ihr still voneinander her? Tordal ist nicht so belesen, den kann ich jetzt nicht fragen, ob er irgendwas Tolles gelesen hat. Außerdem schaue ich mich auch regelmäßig um und versuche so meine Sinne auf das Ganze hier ziemlich zu spezialisieren, um vor allem den Eindruck der Welt zu bekommen. Du fährst ohne Helm oder mit Helm? Momentan nicht. Dann kannst du auf alle Fälle den Fahrtwind in deinen langen Haaren spüren, wie er dann mit ihm spielt. Du kannst natürlich auch ein bisschen versuchen zu riechen. Jetzt abseits des Wassers riecht es natürlich alles ja so typisch mechanisch, möchtest du meinen. Die ganzen Bergbauwelten, die dann das Erz nach oben gepumpt haben, werden es dann teilweise auch verarbeiten. Jetzt gerade ist durch die Rebellion weniger angegangen. Das kennst du natürlich schon, auch gerade als du dann beim letzten Mal gegen die Genestealers gekämpft hast. Da war es ja ähnlich, dass die Betriebe alle stillstanden und nur noch die Servitoren gearbeitet haben. Das ist gerade ähnlich der Fall. Es sind zwar noch ein paar Zivilisten vor Ort, aber die arbeiten eben nicht so, wie man das braucht. Also
Die Antreiber sind sicherlich abgezogen worden, wohin auch immer. Sie merken wohl auch, dass gerade irgendetwas passiert, gerade wenn du dann riesige Schiffe über dir im Orbit hast. Die sind als Quarantänewelt natürlich schon die ganze Zeit anwesend, aber jetzt haben sich neue große Schlachtschiffe dazugesellt. Und diese Veränderung ist spürbar. Nun, Bruder Thordal, genießt du den frischen, neuen Geruch nach Krieg? Ja, sicher doch. Nur so lässt es sich fröhlich sein, wie man es so nennen möchte. Vor allem, wenn es darum geht, Verräter und Heretics zu jagen. Sie könnten mal so langsam auftauchen. Ja, ich glaube, unsere Weizka-Brüder haben sich schon ziemlich eingeschüchtert. Und während du das sagst, Octavius, darfst du gerne mal eine Fahrenprobe würfeln. Navigation, Oberfläche. Denn du spürst ein Kribbeln auf deiner Rüstung. Ist das geglückt? Also ich habe Bodenfahrzeuge 50 und Navigation Oberfläche 42. Beides wäre geglückt. Dann reicht das. Du spürst ein Kribbeln auf deiner Rüstung. Du kannst das noch nicht genauso in Worte fassen. Es scheint wie so eine Art Gefahreninstinkt, die dich durchläuft. Und kannst dann ausweichen, wem auch immer. Und dann siehst du, wie ein Schuss kurz vor dir in den Boden knallt und die Photonsplitter reißen große Teile der Straße raus. Also das gerade, ja, sicherlich so wie es gezielt war, hätte das dann auf alle Fälle dein Primärherz explodieren lassen. Und wenn du ganz viel Pech hättest, dann hätte sicherlich auch dann direkt dein zweites Herz in den Stillstand befördert worden. Sniperbeschuss, Kontakt! Ich würde mich umschauen, ob ich ihn gesehen habe, wo er das gekommen ist. Ja, dann darfst du immer auf Aufmerksamkeit würfeln. Darf Octavius natürlich auch machen. Ich würde ebenfalls Ausschau halten. Ja, dann dürft ihr das gerne tun. Ich eher nicht. Bin mit Ausweichen beschäftigt. Jawohl, ich hab's geschafft. Ich auch. Ja, dann könnt ihr zumindest das große Gebäude am Rande der Stadt ausmachen, beziehungsweise am Rande dieser großen Hauptstraße, auf der ich euch gerade bewegt. Von der ist der Schuss wohl aus einem der großen Fenster ausgeführt worden. Das Ganze liegt wohl sicherlich im 10. Stock, seid ihr der Meinung. Also die haben sich gut positioniert. Dann könnt ihr sehen, wie ein weiterer Schuss abgegeben wird. Ja, ich gebe dem Bruder Thordal mal einen freundschaftlichen Ellenbogenstoß, sodass er vom Bike kippt. Mhm. Und sag, ausschwärmen und angreifen, Brüder. Dann dieses Mal gezielt auf Thordal. Thordal, eine Ausweichenprobe, bitte. Auch du spürst dieses Kribbeln wie ein Gefahreninstinkt, der über deine Rüstung liegt, so als würde die Waffe sich das Ziel selbst suchen und eine Wechselwirkung ausstrahlen. Das ist auf alle Fälle nichts, was ein Bolterschuss klingt sowieso komplett anders. Ja, ich hab's geschafft. Ja, ich hab's mit zwei Erfolgen sogar geschafft. Ja, Octavius stößt dich so ein bisschen runter, kippt sein Bike, dreht wieder auf, sodass dass er dann weiterfährt. Und du kannst gleichzeitig dann eben dein Sprungmodul bedienen, sodass du dann aufsteigst und siehst dann eben, wie auch hinter dir wieder die Straße aufgerissen wird und dein Pulsstoß ein weiteres großes Stück rausreißt. Jo, ich würde dann auch schon direkt, nachdem ich mich dann in die Richtung fokussiert habe, dann auch auf den Weg dahin machen. Und parallel dazu schon das Energieschwert. Und mein Kettenschwert, die Energieachse und das Kettenschwert ziehen. Ja, also wie gesagt, ein großes Gebäude im 10. Stock, da müsstest du rein und müsstest du reinfliegen, um dann den Schützen am Fenster auszumachen. Oder ihr könnt natürlich auch die Treppe stürmen, wenn ihr kein eigenes Sprungmodul habt. Wo sind die Kerle? Ich sehe sie nicht. 10. Stock. In welche Richtung? Fenster. Geradeaus. Ich habe mal noch mal eine Frage. Wer sitzt denn hinter mir? Wahrscheinlich die kardianische Schocktrooperin Elisabeth. Die kann das Space Marine Bike nicht bedienen, ne? Die ist zu klein dafür. Die kann, also die hat wohl auch keine Freigabe von der Inquisition. Worgen hätte die wohl, sie nicht. Aber sie kann auch ein White Scars Bike nicht bedienen, also da bricht sie sich die Arme mit. Okay.
dann würde ich ihr zurufen, festhalten und mit durchgetretenem Gaspedal Richtung Turm fahren. Ja. Und dabei so Schlenker machen, so präventive Ausweichmanöver. Ja, dann weichst du aus, kannst dann auch selbstverständlich sehen, wie wohl weitere Lasergewehre sich aus diesem Stock auf dich richten und eine Horde von Lasergewehren anlegt und feuert. Du darfst wieder eine Navigation-Oberfläche würfeln. Und ich würfel meinen Schuss und da treffen eine ganze Menge Leute. Wenn die mit Lasergewehren schießen, dann sind wir ja schon eigentlich in Reichweite, ne? Ja, also ihr seid relativ nah dann jetzt auch gekommen, klar. Gerade wenn Krai dann eben auch auf dir zufährt, dann geht das relativ schnell, gerade mit so einem Bike. Und die schießen aus dem 10. Stock runter. Das sind eine ganze Menge Impulse, die da runterkommen. Ja, dann will ich nämlich auch mal so langsam in den Fernkampf eintreten. Das ist wahrscheinlich nicht geglückt, ne? Hast du da gewürfelt das? Navigation 41, dann in dem Gebiet dann höchstwahrscheinlich nicht. Dann bekommst du sagenhafte 3W10 plus 2 sind nur 19. Dann kannst du deine Rüstung abziehen. Rüstung hast du 8 oder 10, ne? Ja, genau. Kommt jetzt drauf an, ob die mich am Körper oder an irgendeinem anderen Teil treffen. Warte mal, die haben eine 6 gewürfelt, 06. Da muss ich gerade mal gucken, was die 60 auf der Tafel ist. Body. Das ist Body. Und dann treffen sie dich am Körper. Also, Toughness 6, Body 10 gehen 3 durch. Es seien ja noch irgendwie AP. Das sind Lasergewehre. Ich musste gerade mal schauen, ob die noch irgendwie einen Durchschuss haben. Wenn dann 2. Nimm mal eine 2 an. Penetration 2. Bekommst du 2 Schaden mehr. Was waren das dann? 4 Schadenspunkte? 5. Ja, du merkst, wie die Lasersalven deine Rüstung teilweise zerkratzen und heiß werden lassen. Das Keramid hält aber stand. Ist trotzdem ein bisschen schmerzhaft gewesen. Merkst du dann noch die Einschläge auf deinem Carapax im Inneren der Rüstung. Und ja, die Treppe ist selbstverständlich breit genug, beziehungsweise der Eingang ist breit genug. Du könntest da auch mit einem Whitescar-Bike nach oben, wenn du nicht ein eigenes Sprungmodul hast. Ich habe ein eigenes Sprungmodul. Der einzige Grund, warum ich da nicht einfach abgesprungen bin, ist die Frau hinter mir. Aber wenn die jetzt hier einigermaßen in Deckung ist, dann würde ich das Sprungmodul zünden und den Kampf zu dem Gegner tragen. Okay. Und ich möchte mal irgendwie mir eine Deckung suchen, aus der ich dann auch mal rausballern kann, vielleicht. Oder Tordal trifft neben dir ein, Krai. Und Octavius, du hast grob, das werden sicherlich 100 Meter sein, ne? Beziehungsweise kommt halt drauf an, wie nah du rankommen möchtest. Ne? Wenn du zu nah an das Gebäude rangehst, dann hast du natürlich Deckung vor den Schützen, dann kannst du aber selbst nicht mehr nach oben schießen. Ja, also ich will auf jeden Fall ballern. Aber vielleicht irgendein massives oder halbwegs massives halbe Deckung mir suchen auf der Straße oder so. Vielleicht gibt's da so fette Blumenkübel aus Beton. Also Blumenkübel selbstverständlich nicht, weil wir sind auf einer imperialen Welt, die als Bergbau dient. Aber vielleicht ist da ja eine verschrottete Bergbaumaschine oder irgendwas zum Reinigen von Erzen. Ja, oder eine gepanzerte Telefonzelle. Ja, warum nicht? Jo, dann gehe ich hinter der Entdeckung und möchte auf die Jungs da ballern, vollautomatisch. Gut, dann kannst du da auf alle Fälle hinsprinten, bringst dein Bike dann eben so in Position, hältst dann daneben an, sodass dann auch höchstwahrscheinlich die anderen Menschen nicht beschossen werden und benutzt dann die Telefonzelle. Dann gebe ich dir 60 Meter mit einem Schuss nach oben. Ja. Und die anderen beiden können dann ihre Sprungmodule bedienen und die 10 Meter bzw. die 10 Stockwerke nach oben sausen. Ja, das sind alles Treffer. Das sind 8 Schuss, die treffen. 8 Schuss? Ja, Sturmbolter. Also voll automatisch mit deinem Sturmbolter. Dann kannst du mal den Schaden machen, aber wenn du durch die Rüstung von 4 kommst, dann werden die höchstwahrscheinlich auch umfallen.
Ja. Also die 3 zählt nicht. 29 pro Schuss. Dann machst du 8 Leute, dezimierst die um 8, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das so geht. Vielleicht dezimiere ich auch nur um 4 und jeder kriegt 2 Schüsse ab. Beim Stoppen, Bolter, könnte sein, dass das so ist. Ja, aber wenn du 8 Mal triffst, dann soll das schon passen. Die stehen auch noch zumindest nah genug aneinander, sodass du dann diejenigen, die am Fenster stehen, hier abholen kannst. Und währenddessen siehst du, wie Tordal und Krei durchzünden und nach oben springen. Gut, dann gib mir mal einen Wurf auf Initiative und dann geht's los. 1W10 plus den Gewandtheitsbonus. Lass Krei den Vortritt, ich habe hier schon mal geballert. Gut, dann beginnen wir mit Krei, 15, und du kommst oben an. Springst auf die Balustrade und stehst vor einer Horde von aktuell noch 30 Leuten, die sich verschanzt haben und wohl teilweise mit Lasergewehren, aber auch die ein oder andere exotische Waffe, die du in ihren Händen sehen kannst, auf dich schießen. Ich würde mal die Angel of Death, Wings of Angels heißt es, glaube ich, benutzen, um damit noch schneller in den Nahkampf zu kommen. Und quasi direkt anstürmen. Also ich habe noch eine Boltpistole, kann ich vielleicht beim Anspüren stürmen schon ein paar Schuss abgeben. Dadurch, dass du von unten angeflogen bist und Selbstdeckung genommen hast, kannst du das nicht, nee. Okay. Du bist gerade gelandet auf diesem Sims quasi und blickst jetzt eben, muss ich ein bisschen orientieren natürlich. Siehst jetzt hier eine große Horde, die sich da verschanzt haben. Hier natürlich ein paar. Und auch dein Auge erblickt auf der anderen Seite, wo es wohl zum Treppenauf- oder Abgang geht, noch eine weitere Gruppe von Kultisten, die sich da verschanzt haben. Okay. Dann, was kann ich jetzt machen? Kann ich jetzt noch irgendwie anstürmen, oder? Ja klar, also wenn du möchtest, du bist wie gesagt gerade gelandet, du kannst jetzt mit deinem Jetpack reinspringen und in den Nahkampf gehen, oder du kannst stehen bleiben und schießen, ganz wie du willst. Dann springe ich mit dem Jetpack in den Nahkampf. Welche Gruppe willst du haben? Dann nehme ich die rechte. Die rechte. Dann springst du darüber. Das sind 20 Meter und landest dann in denjenigen, die der Sturmbolter noch übrig gelassen hat. Die Salven von Octavius waren gut gezielt. Hat da wohl ein paar mehr Schüsse abgegeben. Haben dann aber nur 8 getroffen. Und ihre Körper zerfetzt. Dann ist es ein Sturmangriff, den du ansetzt? Mhm. Das dürfte ja passen. Kampfgeschick. Das sieht gut aus. Dann kannst du mit deinem Kettenschwert herumwirbeln. Ja, Kettenschwert. Kettenschwert herumwirbeln und versuchen jetzt die ersten Arme abzutrennen. Dann machen wir deinen Schaden. 22. Die sind sogar reißend. Du dürftest noch einmal ein W10 würfeln und das bessere Ergebnis nehmen, aber 9 sieht schon mal relativ gut aus. Dann nehmen wir die 22. Und kannst dir dann den ersten Kultisten vornehmen, der direkt seinen Kopf verliert und stirbt. Ja, es käme auch, glaube ich, nochmal einen W5 Sturmschaden dazu, aber das braucht man ja nicht. Ja, bei der Horde ist das kein Problem. Und dann siehst du auch, wie Tordal auf das Ding springt. So, ich muss gerade mal schauen. 15 Krei. Wer war der Nächste mit der 15? Tordal hat sogar eine 16. Also lass ihn mal und dann ich bin auch mit einer 15 als Nächster da. Dann machen wir Tordal. Ja, ich totze nur kurz mal auf. Mit meinen Sinnen. Schon direkt gewittert. Und ich mach dann direkt einen Sturmangriff mit allen meinen Waffen. Ja, welche Gruppe nimmst du? Ja, hier links war ja auch noch eine, richtig. Ich hab ja dann gesehen im Augenwinkel, wie wo da Krei nach rechts ist. Da habe ich gedacht, okay, dann halte ich ihm den Rücken frei und gehe nach links. Dann nimm dir diese Gruppe vor. Die steht da gerade am Hauseingang, wollte euch eigentlich überraschen. Das hast du aber mit dem Sprungmodul einfach nicht zugelassen. Und da ist dann eine kleine Gruppe von 5 Leuten, die da auf dich lauern und die Lasergewehre versuchen anzulegen. Ja, mit dem Energieschwert, der Energieaxt geht das relativ easy mit der 22 mit dem ersten Schlag. Ja, dann triffst du auf wenig Widerstand, deine Energiewaffe geht durch die Körperteile hindurch und auf der anderen Seite fällt er dann einfach um, verbrannte Überreste. Hast noch eine Aktion, oder?
Ich habe nur noch eine Aktion, ja. Ja. Du kannst weiterhin den Kampf. Mhm. Oh, eine 1. Das ist eine 1. Dann gebe ich dir tatsächlich auch den. Gebe ich dir noch den nächsten dritten Schlag. Und wenn der auch trifft, was höchstwahrscheinlich sein sollte, dann wird auch der nächste sterben. Ja. Ist zwar mühselig, aber binnen Sekunden sterben die ersten drei Leute. Und dann ist Octavius. Ja, habe ich irgendwie so ein Taukerl im Blick, der mit dem fiesen Gewehr geschossen hat? Ja, zwei wirst du noch finden. Die, das sind wohl nicht mehr diejenigen, die auf dich angelegt haben, aber da haben noch Leute exotische Waffen dabei. Ja, dann würde ich ganz gern mal in denen ihre Gruppe ballern. Ja, Entfernung immer noch 60 Schritt. Die haben da gerade so eine Viererposition aufgebildet, hat angelegt gerade auf Krai. Und würden dann ganz gerne den Schuss in die Seite machen, wenn du jetzt nicht treffen würdest. Upsi. Das sieht gut aus. Nee, das sieht nicht gut aus. Das sieht gut für mich aus. Ich setz mal so einen Schicksalspunkt. Du benutzt einen Schicksalspunkt und würfelst neu. Und dein Sturmbolter bockt. Ja. Er ist noch zu neu. Ja, der Maschinengeist hat sich wohl noch nicht ganz mit deiner Rüstung verbunden. Gerade auch, weil deine Rüstung ja beim letzten Mal durch die merkwürdigen Xenos-Artefakte beschädigt worden ist und der Maschinengeist gelitten hat. Merkt das jetzt wohl auch der Bolter. Und du versuchst, die heilige Munition auszuspucken und diese Häresie auszubrennen. Aber von dort unten passiert gar nichts. Erinnere mich doch nicht an diese Schande. Dann sind die übrigen Kultisten. Ich habe noch eine Masse von, es sind etwas mehr als 20. Und ich schieße mit meinen zwei Tau Rifles schieße ich auf Krai und die anderen schießen auf Tordal. Ich mache zwei Würfe. Und einen mit den Tau Rifles treffen Krai. Anderen mit den Lasergewehren, da kann Tordal sich so ein bisschen in Deckung bringen, während er gerade Köpfe abtrennt, sodass dann dass der Laserbeschuss dann in die Steinbrocken hauen. Hier, wenn meine Brüder im Nahkampf sind und Leute auf die ballern und die nicht ihre eigenen Leute treffen wollen, dann kriegen die Malie, ne? Beim Schießen. Das ist ihnen egal. Für das höhere Wohl. Ah, okay. Dann darf aber Krai ausweichen, wenn er möchte. Das würde ich aber erschweren, weil es in deiner Seite ist und du gerade beschäftigt bist. Du bist im Nahkampf. Okay. Trotzdem merkst auch du wieder dieses Anlegen oder diesen Gefahreninstinkt deiner Rüstung. Und dann ich glaube, ich kurz den Zielwert nach. 81 ist so viel, ja. Ja, das würde ich wahrscheinlich fehlpunkten. Okay. Boah! 90. Du musst mir alles Nerven machen, Krai. Ja, du versuchst auszuweichen, beziehungsweise bist in den Nahkampf gebunden und während du dann dem ersten Schuss ausweichst, kommt der zweite Schuss aus dem Tower Rifle an und macht sagenhafte 15 Punkte, Durchschlag 4. Okay. Wo denn? Er hat geschossen auf die 74. Das ist dein rechtes Bein. Okay. Das heißt 4. Das 10 soak ich noch. Dann gehen 5 durch. Und die anderen, die wie gesagt auf Tordal schießen, da passiert nicht so viel. Und während ihr euch versucht zu orientieren und die nächste Kampfrunde eingeläutet wird, könnt ihr wohl erkennen, wie aus dem oberen Stockwerk etwas hindurchbricht. Und dann seht ihr eine große, massive, schwere Servorüstung, komplett in Schwarz mit einem silbernen Arm und einem gelben Abzeichen auf der rechten Seite. Ein Bruder Wilhelm, ich schicke der Imperator selbst! Ein Devastator fällt von der Decke herab, wo auch immer er herkam, und bricht durch die Decke. Der Planet ist infiziert, Brüder. Heretiker, soweit ich schauen kann. Feuer! Läutere sie!
Ja, du musst im Prinzip nur deine Waffe in die richtige Richtung halten und abdrücken. Auf kürzester Entfernung würdest du dann mit deinem Sturmbolter sie fast alle zerreißen. Ja, ich ne, man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, gib mir mal einen Wurf für die Initiative und dann kannst du feuern. Du bist auf alle Fälle vor den Kultisten dran. Ja, warte mal. Vor dem Xenos abschauen. Vollautomatisches Feuer. Und das ist wahrscheinlich kurz. Das gibt dann nochmal Plus. Also ich habe 41, ich schätze, ich treffe die gerade so. Mit der Entfernung wirst du da auf alle Fälle ziemlich jetzt einen Boost machen. Ja, warte, lass mich nochmal. Weil die 10 ist Schaden. Also Automatikfeuer machst du ja auch, ne? Genau. Mhm. Das gibt schon mal plus 20 Bonus und kurz ist nochmal plus 10 Bonus. Ja, da treffen wir ja sogar. Dann sind das wie viel Erfolgsgrade? 4, ne? 4 oder 5? Achso. Ich glaube 3. Ich mach 9. 3. Wie wird die Horde jetzt reduziert? Um 3? 3 plus 1? Also Erfolg plus die Erfolgsgrade, ne? Genau, und dann hast du insgesamt 4. Genau. Kannst du dir gleich hier die ersten 4 mitnehmen. Einer davon war auch einer mit einer Tau Rifle. Zustand. Rot. Wie bekannt ist mir diese Tau-Bewaffnung? Also erkenne ich sofort, dass es Tau-Bewaffnung ist, oder sehe ich erstmal nur Xenos Artefakt, vermutlich? Doch, das erkennst du. Also, du bist ja selbstverständlich auch von der Deathwatch geschult worden, weißt um die Tau-Anwesenheit in diesem Sektor. Das ist keine imperiale Technik und das ist definitiv Tau. Ah, okay. Also der Besitz, wenn es kein Freihändler ist, dann ist der Besitz einfach strafbar. Und deswegen bist du auch hier. Ja, kannst du dann zerfetzen. Tordal, 16. Okay, ich mach da weiter, mach meine 3 Angriffe und mähe mich da im wahrsten Sinne des Wortes weiter durch. Ja, 2 Stück. Meine Gegner. Halt, du bist jetzt mein Würfel hin, da ist mein Würfel. Der erste ist eine 18, der zweite eine 89, den würfel ich neu der Kettenwaffe. Dann ist das eine 2. Der Imperator ist mit dir. Und, gut, den dritten brauche ich ja nicht mehr. Nö, die ist ja keine Meta. Dann könntest du dich noch bewegen, wenn du darfst. Ja, beziehungsweise schau mich einmal kurz um, wo denn. Wie weit hinter dir aus der Richtung Tür, Treppenhaus sollten auch noch welche kommen. Genau, die sind gerade auch angelaufen, die kannst du hören, du hast ja auch keinen Helm auf. Und ja, die sind gerade angelaufen. Dann würde ich hier in die Richtung, wenn ich bis dahin komme, ja, hinlaufen. Mit dem Jetpack sicher nicht. Ja. Jetzt nochmal durch, kannst du so ein bisschen die Deckung suchen und die werden das sicherlich gleich auch mit den Lasergewehren beantworten. Jo. Aber jetzt ist erstmal. Ich hab's befürchtet. Ja, vor mir stehen ja wahrscheinlich noch ein paar Menschlein. 2 Leute und die anderen sind zurückgewichen, die kannst du aber auch nur mit wenigen Schritten dann wieder einholen. Pass auf den ersten würde ich ganz gerne meine Fähigkeit Takedown benutzen. Dann mache ich einen Angriff und wenn er Schaden machen würde, wird er gestunt. Bekommt Stunt Conditions. Und mit der Swift Attack würde ich dann den nächsten kaputt hauen. Okay. Swift Attack ist auch eine volle Runde. Also da musst du 2 Standardangriffe machen. Da kannst du nicht mit irgendwas kombinieren, leider. Ach so, schade. Du sagst, für normale du sagst Menschen das noch, brauchst du eh nicht zu stunnen. Bei einem Schlag sind die immer tot. Ja, aber nachdem wir unserem letzten Gefangenen vorschnell den Kopf komplett weggeblasen haben, habe ich gedacht, könnten wir die Gelegenheit nutzen, um nochmal Anlauf zu machen. Ja, ja, du hast recht. Bevor er befragt wird, bringt den Octavius eh wieder um. Ach ja. Gut, dann ja, du kannst vor dir sehen, wie jemand eine der Tau Rifles rumschwenkt. Ja, das ist wahrscheinlich jemand, Attacke. Der ein bisschen höherwertiger ist. Zumindest hat er, wenn er eine eigene Waffe von dem Tau hat. Ja, genau. Stimmt, ich würde gerne wissen, wer die her hat und deswegen nutze ich auf den Takedown. Versuche ihn zu stunnen. Schützt. Nee, tut er nicht. Das reicht nämlich nicht. Willst du deinen Schicksalspunkt benutzen? Mit dem Schicksalspunkt kann ich mir auch plus 10 erkaufen, ne? So war das. Ich glaube, nur vor dem Wurf, nicht nach dem Wurf. Ach so.